Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Story Cyberslurf. Im letzten Part haben wir einen weiteren storybedingten Auftrag abgeschlossen. Ich muss ihn allerdings noch abgeben und da ich mir nicht sicher war, was danach vielleicht passiert, habe ich damit gewartet bis zum nächsten Part. Jetzt haben wir zumindest alle Aufträge hier auf dem Whiteboard abgeschlossen. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Die Frage ist, was passiert jetzt? Weil, wie gesagt, ich habe alle Aufträge gemacht. Dementsprechend habe ich nicht mehr wirklich Beschäftigung. Kyoko? No music, no life. Ah, die Shibuya Tower Records. Ja, da war ich schon mal. Okay, das könnte eventuell der Wink mit dem Zaunfall gewesen sein. Die hatten, glaube ich, auch No music, no life als Slogan. Ich meine, das habe ich sogar gesehen. Das hing da so groß vor. Es sind so typische Sachen, wenn ich die auf Deutsch übersetze, hört es sich einfach bescheuert an. Keine Musik, kein Leben. Das ist irgendwie ziemlich doof. Deswegen lasse ich das ganz gerne mal so stehen. Aber scheinbar müssen wir dorthin. Was auch immer dort passieren wird, weil im Grunde genommen hat Kyoko ja quasi nur so vor sich hingeredet. Aber ich nehme das einfach mal so als Hinweis, da wir ja sonst nicht wirklich was zu tun haben. Vielleicht passiert da ja irgendwas. Genau, da steht es ja auch ganz fett. Ich meine, wir haben hier damals ja, glaube ich, Shika getroffen. Die stand hier, glaube ich, aber ansonsten, ich war da zwar drin, aber wirklich viel passiert ist eigentlich nicht. Oh, dass ich die Musik hier drin ziemlich cool finde. Okay, dann schauen wir doch mal. Was? Wer? Oh, Entschuldigung. Ich kann nicht glauben, dass ich direkt vor einem Kunden so eingenickt bin. All diese seltsamen Dinge, die hier in den letzten Tagen vor sich gehen, die haben mich ziemlich fertig gemacht. Dennō-tante? Komatta-toki wa soudan wo? Eine Cyberdetektivin? Du verteilst willkürlich Nettigkeiten und betreibst Detektivarbeit? Das ist super! Oh, ich sollte wirklich nicht so mit Kunden reden. Mein Fehler. Okay, lass uns doch einmal von vorne anfangen. Diesmal werde ich auf Zack sein. Okay. Okay. Achso, das war's auch schon. Das hat sie, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Interessant. Aber was sollte mir dieses Gespräch jetzt sagen? Außer, dass sie so ein bisschen mitgenommen ist von dem, was hier in letzter Zeit so vor sich geht. Was genau sie jetzt meinte, wissen wir zwar nicht. Ich hatte gedacht, da kriege ich vielleicht noch ein paar mehr Infos. Ich meine, mit euch habe ich ja, glaube ich, schon geredet. Ist jetzt zwar schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, die sagen ungefähr das Gleiche und sind auch irgendwie mehr auf ihren Einkauf fokussiert. Na gut, vielleicht haben wir jetzt einen neuen Auftrag oder so bei Kyoko, weil viel mehr war das jetzt ja nicht. Hm. Aber ich meine, klar, es passiert so viel, jetzt vielleicht nicht zwingend hier. Ich glaube, was mit dem Okkult klappt, das war ja, glaube ich, hier. Das haben jetzt die wenigsten eigentlich mitbekommen. Aber wenn ich so an die digitalisierten Stadtteile denke und so weiter, Eden-Syndrom. Also es passiert schon einiges und dass das eventuell so ein bisschen schlaucht und beängstigend ist für die Leute, das kann ich schon durchaus verstehen. Die Frage ist, was hat mir das jetzt gebracht? Oh, ich habe einen neuen Auftrag. Was haben wir denn hier? Ah, auch von den Tower Records. Brauchen die Hilfe einer Cyberdetektivin. Ja gut, dann nehme ich den doch mal an. Ich denke mal, das war auch der Sinn dahinter. Hi, du bist die Cyberdetektivin, oder? Du bist hier, um den Fall anzunehmen? Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Reiko Tawa. Oh mein Gott, du bist mir so sympathisch. Sie war sowieso schon so süß mit ihrer Stimme, aber was ich jetzt da so lese, macht sie irgendwie noch sympathischer. Ich bin ein Otaku. Wirklich, ich bin ein ziemlich großer Otaku. Anime und Musik
Und Anime-Musik sind meine Schwäche, also habe ich einen Teilzeitjob hier angenommen. Oh, richtig, du möchtest mehr über den Fall hören. Okay. In diesem Laden gehen seltsame Dinge vor sich. Streiche oder sowas. Die CDs auf dem Bildschirm wechseln, ohne dass ich sie wechsle. Und diese seltsame Amateur-CD taucht immer in der Mitte auf. Es ist nicht nur seltsam, es treibt mich in den Wahnsinn. Die Polizei sagt, dass sie nichts dagegen tun kann. Ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen, das ist ein Problem. Ich meine, es muss eine Erklärung dafür geben, oder? Irgendjemand muss dahinter stecken. Bitte, bitte, bitte. Kannst du nicht herausfinden, warum das passiert? Bitte. Ah, wir haben ein Schlüsselwort bekommen. Sehr schön. Und wer will jetzt noch was von mir? Nein, ich habe nicht darüber nachgedacht, eine Wolke zu essen. Ach so, Zuckerwatte. Nee, Zuckerwatte auch nicht. Ich hasse Zuckerwatte. Alleine von der Konsistenz her. Na gut. Was weißt du über diese blöden Streiche? Ja. Todesfallen-CDs? Einmal reinhören und du stirbst? Was? Okay. Dann du. Weißt du irgendwas? Ein Gerücht? Aha. Willkürliche Reihenfolge. Es ist schwer, die CDs zu finden. Das hat mir irgendwie auch nicht sonderlich weitergeholfen. Du vielleicht. Aha. Du stellst Nachforschung über diese seltsamen Dinge an? Ich weiß nicht, ob ich etwas weiß, das dir helfen könnte. Irgendwer packt immer wieder diese mysteriösen CDs ins Regal. Oh, schau, hier. Das Cover hat diese alt aussehenden Symbole. Kein Bandname oder sowas. Ich meine, es ist nicht Led Zeppelin, weißt du? Willst du mal reinschauen? Was? Also ganz spontan, wie ich das gehört habe, dass mit den CDs was nicht stimmt, muss ich an Etemon denken aus dem Anime, weil der ja auch so ein bisschen was in die Richtung gemacht hat. Mal gucken, ob das wirklich so ist. Ziemlich schrecklich, nicht wahr? Einige Leute haben Witze darüber gemacht, dass irgendein Monster das komponiert hat. Dieser Rhythmus ist definitiv unmenschlich, irgendwie wild. Außerdem ändert sich der Bildschirm immer, sodass irgendwie die CD immer genau vor deiner Nase ist. Ich glaube, jemand schleicht sich nachts hier rein. Vielleicht kannst du etwas herausfinden. Komm nachts wieder und überwache diesen Ort. Okay, nochmal mit Reiko reden. Geht klar. Also ich denke mal, so wie er es auch gesagt hat, dass da auf jeden Fall ein Digimon hintersteckt. Und wie gesagt, ich würde einfach mal Itemon denken, weil es im Anime halt auch so gepasst hat. Und dass er quasi möchte, dass ich seine CDs irgendwie verkaufen. Also das würde für mich jetzt so passen, aber wie gesagt, ich lasse mich da überraschen. Hi! Also, hast du dich umgehört? Es ist einzigartig, das auf jeden Fall. Der Künstler ist definitiv kreativ, nur nicht immer gut. Denkst du wirklich, es war so schlecht? Tut mir leid, es ist nicht so, als würde ich es nicht mögen. Also, wie laufen die Ermittlungen? Etwas Großem auf der Spur? Irgendwelche guten Anhaltspunkte? Nachdem der Laden schließt? Hm.
ました。今晩またいらしてください。調査のためなら仕方ないですもん。Okay, wenn wir der Sache so auf den Grund gehen können, dann machen wir das. 夜の店内か。見慣れた場所が普段とは違う景色だと、どうにも胸が高鳴る。そんなことはないかな？ Huh, man erkennt diesen Ort bei Nacht gar nicht wieder, oder? Es ist schon irgendwie gruselig. 君のいるタワーレコードを調べてみたのだが、わずかながらデジタルウェーブを探知した。Ich habe die Tower Records gescannt und habe Spuren von digitalen Wellen feststellen können. どうやらこの事件にもデジモンが関係しているようだな。Diese Streicher haben auf jeden Fall mit Digimon zu tun. Da bin ich mir fast sicher. CD のジャケットに書かれていたおかしな記号というのは、ひょっとするとデジ文字のことかもしれない。Diese seltsamen Symbole auf den Covern der CDs könnten auch Digimon-Handschrift sein. とにかく、店内を注意深く調べてみたまえ。必ず何か痕跡があるはずだ。Wir müssen Hinweise übersehen. Schau dich und suche danach.さあ、電脳探偵さん、準備はいいですか？ Hallo Svenja, bist du bereit? 店長の許可は取っておきました。しっかり犯人を見つけ出しましょうね。Der Manager sagte, wir haben bis morgens Zeit. Lass uns dieses Mysterium lösen. お？え？ Ha? Was? 危ないからどこかへ行ってろって。Was meinst du mit, es ist zu gefährlich? 私…あの曲を作った人に会ってみたいんです。Wer auch immer diese CD gemacht hat, hat sich seiner Musik verschrieben. Ich möchte ihn treffen. だから、探偵さんと一緒に探します。Also, egal ob du es magst oder nicht, ich komme mit dir, Svenja. いいですよね。ね。Wenn es okay ist.Ja gut, das ist da hinten gar nicht auffällig. Also wenn ein Digimon involviert ist, dann möchte ich sie natürlich eigentlich nicht dabei haben. Ah, Tower Records. Na, ob das so toll ist nachts, ich weiß nicht. Ich finde solche Orte, die eigentlich tagsüber immer sehr lebhaft sind, wenn sie dann so komplett leer sind, immer sehr gruselig. Ihr kennt das vielleicht aus der Schule oder aus der Uni, wenn man dann vielleicht mal irgendwann abends oder so nochmal dort ist, wegen irgendwelchen Veranstaltungen oder so, und alles ist einfach leer. Ich finde das so gruselig irgendwie.Aber gut. Was geht da vor sich? Hey, was ist das? Hey, was meinst du mit digitale Veränderung? Ich hab sogar richtig geraten mit dem Digimon. Was zur Hölle ist das? Diese Stimme. Wer würde so spät in der Nacht hierher kommen, frage ich mich. Vielleicht seid ihr für mich hier? Meine Fans! Mein wundervolles Publikum ist hier für mich. Seid ihr total besessen von meinen tollen Melodien? Nein, wir sind ganz bestimmt nicht für dich hier. Nein, einfach nein. Seid ihr euch sicher? Was für Fans seid ihr?Wir sind von irgendetwas anderem besessen, aber mit Sicherheit nicht von dir. Nein, ich will das nicht antworten müssen. Ich mag dich nicht. Endlich die Bestätigung.Man erkennt die wahren akustischen Künste nur, wenn man sie hört. Da ihr offensichtlicherweise zu meinen epischen Melodien abgeht, muss ich euch auf die Bühne zerren.
Svenja. Ah, ich wurde also reingezogen. Dieses Digimon hat mich hier reingezogen, aber wo bin ich hier? Ich denke nicht, dass ich immer noch in den Tower Records bin. Sieh mal an, endlich wieder verbunden. Unsere Verbindung ist vor einer Weile abgebrochen. Es muss am Labyrinth gelegen haben. Seitdem versuchen wir, dich zu erreichen. Jetzt, wo wir es umgangen haben, sollten wir in Kontakt bleiben können. Unabhängig von den Anomalitäten der Digi-Welt. Nun ja, mit etwas Glück. Aber wie auch immer, du warst in dem Labyrinth? Erzähl mir alles. Tower Records? Wer hätte gedacht, dass es dort einen geheimen Pfad geben würde? Jede meiner Analysen läuft auf dasselbe hinaus. Das Labyrinth unterhalb von Shibuya ist definitiv gewachsen. Aber selbst wenn, ist es nichts im Vergleich zu dem unter Shinjuku. Bei dieser Situation gibt es nur eine logische Antwort der Digimon. Die Kreatur hatte keine andere Wahl, als sich in das Labyrinth hineinzuziehen. Ich zweifle nicht daran, dass es ein Digimon gewesen sein muss. Du musst es finden, und zwar schnell. Das Digimon kann noch nicht weit gekommen sein. Na gut. Ah, okay. Wir haben sogar drei Fälle gefunden, habe ich gerade gesehen. Nicht schlecht. Also schön, dass wir jetzt wieder in so einem neuen Gebiet sind, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hatte schon vermutet, dass es irgendwie mit Itemon zusammenhängt, weil es einfach gepasst hat, so vom Charakter her. Sieht aber gar nicht so stark digitalisiert aus, wie ich vielleicht gedacht hätte. Gibt es hier auch Digimon eigentlich? Moment. Das können wir ganz schnell herausfinden. Nee, gibt's nicht. Sonst könnte ich sie herbeirufen. Aber interessant. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch gegen Itemon kämpfen müssen. Aber das Ding hat ja auch schon Ultra-Level. Von daher gesehen bin ich ganz froh, dass sich mein Team so aufgestellt hat. Denn wir haben jetzt ja Lilamon dabei. Ich mag Lilamon unglaublich gerne. Das Problem ist, sowohl Lilimon als auch Lilamon haben quasi als, ich sag mal, Anime-Digitation Rosemon. Da muss ich dann echt mal schauen, was ich da als zweite Digitationsstufe nehmen möchte. Habe ich da gerade was aus dem Mülleimer rausgefischt? Okay. Da haben wir so eine kleine Karte sogar. Bin ja mal gespannt, ob es hier auch... Ist hier Digimon? Nein, auch irgendwie nicht. Oder ich kann es gerade einfach nicht nutzen. Bin ja mal gespannt. Wir werden bestimmt gegen Itemon kämpfen müssen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Aber irgendwie... So langsam könnte vielleicht auch mal was passieren. Da geht's weiter. Huch, ich habe meine Digimon verloren. Gut. Ah, da unten ist nur eine Kiste. Okay, dann gehen wir erst dahin. Ich will ja auch alles mitnehmen, natürlich. Und Lilamon steht einfach voll in der Kiste drin. Ich könnte mich auch, glaube ich, nicht entscheiden, ob ich Lilamon oder Lilimon besser finde. Ich glaube sogar Lilimon, weil es so ein bisschen den Nostalgiebonus hat, aber Lilamon ist toll. Und ich glaube, wir haben ja sogar auch noch... Genau, wir haben auch Machgaogamon dabei. Haben wir auch noch nicht im Einsatz gesehen. Seit, ja, diesmal seid ihr alle durchgekommen, okay. Oh, willkommen. Okay, jetzt sind wir nach unten gelaufen. Dann gehe ich erstmal nach oben, würde ich sagen, oder? Nein, okay. Ich muss ihm folgen. Na gut. Wahrscheinlich gibt es hier auch wirklich keine Digimon und wir müssen erstmal uns um den Bosskampf dann kümmern. Wäre seltsam, wenn es keinen geben würde. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus. Wenn solche starken Digimon auftauchen, dann ist es immer naheliegend. Versuche noch mich zu fangen. Darf ich mich denn hier dann später wenigstens noch ein bisschen umsehen? Ich hoffe es mal. Hier gibt es noch so viele Ecken, die ich erkunden möchte. Hier ist sogar ein Punkt fürs Digilab. Okay, dann dürften wir es ja fast geschafft haben. So, hier entlang. Wo auch immer du hin möchtest. Schon wieder was aus dem Mülleimer gezogen. Aber ich finde allein diese Flächen hier immer unglaublich episch gestaltet. Aber hier ist eine Sackgasse. Oh, hier entlang. Was? Wie, jetzt muss ich wieder zurückrennen? Warum? Hä? So werden wir ihn niemals fangen. Von hinten anschleichen. Was ist denn das hier hinten überhaupt?
Ah, von hier aus kommen wir hinter das Digimon. Sehr gut. Ah, du kannst eine Art Verbindung spüren. Und hier in der Nähe kann man irgendwo den Connect Jump benutzen. Aber von wo aus? Nicht von dort aus? Sicher nicht? Nee, also nicht von hier auf jeden Fall, aber von wo dann? Kann ich nochmal zurückgehen? Ah! Hier! Okay, dann rein da. Ah, wieder so ein... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten nennen sollte. Wieder so ein Gebiet. Ui, mit, sag ich mal, neuen Digimon, die wir noch nicht so kennen. Na gut. Dann schmeißen wir mal einen Stein. Ja, das macht ganz guten Schaden. Und du kannst dich auch darum kümmern. Ich glaube, ich bin auch ganz gut aufgestellt mit Virus, Datei und Serum. So, du hast lila Schauer. Yay, macht jetzt hier zwar nicht so viel Schaden, aber wollte die Attacke ganz gerne mal ausprobieren. So aus Prinzip. So. Wie gesagt, wenn wir dann wirklich gegen Itemon kämpfen müssen, habe ich ja auch noch ein Ultra-Level-Digimon in der Hinterhand. Instant Level 7 ist auch schön. Müssen dann auf jeden Fall auch mal gucken. Ich denke mal, es ist wahrscheinlich ein Virus-Digimon, aber das weiß ich natürlich nicht mit Bestimmtheit. So, wo will ich überhaupt lang, ist so die Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich schwimme hier einfach mal durch die Gegend oder fliege oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Ich wollte eigentlich da abbiegen. So. So, manchmal will sie irgendwie nicht so ganz. Na gut. Dann nehmen wir mal einen Hammer. Aber ich finde es schön, dass wir wieder in einem neuen Gebiet sind. Ich meine, die neuen Gebiete sind nie so groß, ehrlich gesagt. Wenn ich da an das digitalisierte Akihabara denke oder so. Wir sind meistens, oder auch der Kamishiro-Server, um jetzt mal so ein paar Beispiele aus der letzten Zeit zu nehmen. Die Gebiete sind jetzt nie so unendlich groß. Aber, ist immer ganz schön, wenn man sich dann da umsehen kann. Okay. Kann ich jetzt? Ah, noch hier kann ich aber abbiegen. Na gut, sie wollte nicht nach rechts, dann halt nicht. Friendship? Was ist Friendship? Also, nicht, dass es im Deutschen ist, sondern was es hier ist. Ja. Ah, das ist ja praktisch. Damit kann ich den Kammwert instant erhöhen. Das könnte ich gelegentlich durchaus mal gebrauchen. Was ist hier hinten noch? Ah, noch ein bisschen Fleisch für die Digifarm. Dann bin ich hier gänzlich in die falsche Richtung gesurft. Na gut. Dann bitte einmal Kommando zurück. Finde es auch schön, wie Growlmon und Garurumon hier einfach so ganz bequem durchlaufen, so ganz selbstverständlich. Und Lilamon, genau wie ich hier durchfliegt. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal ganz stark von einem Bosskampf aus, immer noch. Wahrscheinlich dann erst im nächsten Part. Aber erstmal müssen wir uns ja irgendwie anschleichen. Das wäre erstmal so das Erste. Wie greifst du denn normal an? Ist jetzt zwar auch nicht sehr effektiv. Achso, du schlägst einfach. Na gut. Symphony Crusher. Ja, passt schon. Dadurch, dass wir hier eigentlich halbwegs... Autsch. Schnell leveln. Zumindest jetzt Lilamon noch. Ah, und beim Level-Up ja die KP regeneriert wird, passt das, glaube ich, ganz gut. In die Richtung wollte ich, glaube ich. Ja, da ist der Ausgang. Einmal ausloggen, bitte. Nani wo anta? Zeiben ranbou janai? Warte, wie ist das möglich? Bist du ein anhänglicher Fan von mir, Etemon? Ich
Diese Liebe, oh, diese Liebe wurde zu grauenvollem Hass, sodass niemand anderes mich mehr haben kann. Nein, das kann ich nicht erlauben. Ich bin zu viel für einen einzelnen Hacker. Gut, dass er irgendwie gar nicht bekloppt ist oder so, wenn ich das mal so sagen darf. Du bist tatsächlich Virus, okay. Wenn ich mal eben kurz gucke. Ah, da ist. Sind meine beiden Ultra-Level-Digimon ehrlich gesagt nicht so gut. Na, muss ich mal gucken. Vielleicht lasse ich die quasi erstmal so drin und schau mal, wie viel sie ausrichten können und dann kann ich immer noch wechseln. Aber gut, ich würde sagen, da wahrscheinlich nach dem Bosskampf auch noch eine Cutscene kommt, gehe ich mal von aus, oder zumindest noch ein bisschen Gespräch, mache ich hier erstmal Schluss und wir widmen uns im nächsten Part in aller Ruhe dem Bosskampf. Klingt, glaube ich, nach einem Plan. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.